Hallo und ganz herzlich willkommen. Chromatographie als Trennverfahren. Für den Start nehmen wir einen Löschblattblock. Ich reiße ein Blatt heraus und schneide mir Papierstreifen. Die Löschpapierstreifen sehen dann so aus. Ich habe ein paar mehr geschnitten, man weiß ja nie. Sie dienen uns als stationäre Phase. Etwa einen halben Zentimeter vom unteren Rand ziehe ich eine Bleistiftlinie. In etwa gleichem Abstand zeichne ich vier Striche. Mit wasserlöslichen Filzstiften setze ich auf die markierten Stellen kleine Farbflecken. Blau, Grün, Rot und Schwarz. Wir haben hier Substanzen aufgetragen. Und wie schon gehört, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com